Neue Woche, ne? Die übliche Morgenroutine. Papiere ins Büro gebracht. Jetzt auf dem Weg zum Platz. Alles Maschinen anmachen und so, ne? Ja, was liegt heute an? Heute liegt an eine Eiche fällen, die ursprünglich mit Halk gekrant werden sollte. Problem, Marcel, der wohnt da in der Nähe, der war gestern nochmal hin, hat sich das angeguckt. Keine Chance, ne? Die Flächen sind so nass, ich werde euch das dann gleich auch mal zeigen. Die Flächen sind so nass, wir können den Halk selbst mit Platten dort nicht aufbauen, ne? Weder reinfahren, das wäre vielleicht noch möglich mit Schwung und so und dies und das. Aber ich baue auf so weichem Boden nicht auf, ne? Nicht mal mit den großen RZ-Platten, für die wir dann ja noch ein zusätzliches Kfz mitnehmen müssten. Und am besten den Wärmer, weil man kann sie zwar von Hand tragen, notfalls auch mit zwei Mann, weil eine Platte wiegt ungefähr 90 Kilo. Also es geht, da hat jeder 45 Kilo in der Hand. Ist aber nicht lustig. So. Und sowieso nicht, wenn man dann den ganzen Weg auslegen muss mit über 20 von den großen Überfahrtafeln. Und dann immer noch das Risiko eingeht, dass wir den Halk fernab der Heimat festfahren. Ne? Also ich kenne da hinten in Upplengen keinen Bauer, kein gar nichts. Herr Landwirt, ne? Entschuldigt bitte, dass ich immer Bauer sage. Landwirte sind es ja. Agrarökonomen. So. Nein, also was ich damit sagen will ist, wir werden halt nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen, und das ist die Problematik heute, wir müssen für einen völlig eingebauten Baum, der von allen Seiten wirklich nicht zugänglich ist, weil da sind Bäume vor, andere Bäume vor, da sind Schuppen drunter, Ställe drunter, müssen wir jetzt eine Lösung finden. Ne? Entweder klettern, das kann man aber unten nirgends hinlegen, oder mit der Bühne, das bedeutet aber, man muss jedes Mal die Sachen mit in den Korb nehmen und dann ja, mit der Last im Korb, was ja schon nicht so schön ist und eigentlich auch nicht erlaubt, das weiß ich, aber wie gesagt, das Leben ist nicht immer Regeln, ne, nach Vorschrift, sondern das Leben ist manchmal auch einfach Lösungen finden. Ja, also irgendwie müssen wir da jetzt eine Lösung drauf finden, wie wir diesen Baum da wegkriegen. Ne? Ausfliegen können wir ihn nicht, wir haben zwar einen Halk, aber keinen Hubschrauber. Ja, also muss da jetzt eine Lösung für her. Ich habe noch keine, ne? Bin ich ganz ehrlich, ich habe noch keine. Ich muss mir die Gegebenheiten gleich vor Ort angucken und da muss ich spontan entscheiden, wie wir es machen. Wir brauchen zum Glück nicht aufräumen. Ja, aber wie gesagt, wir haben einen völlig eingewachsenen Baum, den du eigentlich nur nach oben mit einem Kran rauskriegst. Der Kran aber bei den Bodenverhältnissen nicht fahren kann. Wenigstens ist es heute mal von oben trocken. Das ist ja auch schon mal viel wert, dass uns jetzt nicht der ganze Scheiß von oben noch ja, nachkommt, runterkommt, wie auch immer. Also es soll heute noch regnen, aber im Moment ist es wenigstens trocken. Also, ihr seid live dabei. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden. Notfalls müssen wir den Auftrag abbrechen und müssen dann was anderes machen. Das ist, wenn alle Stricke reißen. Wir sind fast da, wie ihr seht, die Länder stehen blank, ne? Da steht schier das Wasser drauf, die Gräben sind auch voll. Ja, da hinten irgendwo steht unsere Eiche, Marcel ist schon da, der ist wie gesagt direkt zur Baustelle gefahren. Ja, ich zeige euch gleich mal den Baum und dann gucken wir mal, ob und wie wir das hinkriegen. Guck, da steht Marcels Auto. Ich denke, wie gesagt, dass wir die Zuwegung hier irgendwie über das Grundstück der Kunden gewährleisten, bewerkstelligen, wie auch immer. Und dann schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, Halk macht überhaupt keinen Sinn, weil wir müssen da hinten aufs Land und da liegen auch noch Büsche und Sträucher, die die Kunden geschnitten haben. So, hier hätte man nicht aufbauen können, ist zu weit weg. Aber wir kriegen das, irgendwie kriegen wir das hin. Wir haben bis jetzt immer eine Lösung auf jeden Baum gefunden. Und wir werden auch auf diesen hier eine Lösung finden. Ganz klare Sache. Ich zeige euch gleich mal die Baustelle. Zu einfach und zu leicht gewesen, ne? Wenn man hier sich eben hingestellt hätte. Boah, Alter, hier. Schmatz. Schmatz. Nee. Boah. Was hab ich gestern schon gedacht? Wie war das noch, ne? Wie war es noch? Kranplätze müssen verdichtet sein. Hier soll ich jetzt 60 Tonnen abstellen. Nee, kannst du vergessen.
selbst mit Platten keine Chance. Ne? Ja, da wäre unsere Zuwegung gewesen, da hätten wir dann auch drehen müssen. Und dann hier eben rückwärts ran, dann da an den Baum. Ziel der Kunden wäre ja 1,60 Meter Stücke, damit sie dann auch Richelfehl hiervon machen können. Das da sind Richelfehle. Keine Chance. Ne? Also hier brauchst du mit dem Kran selbst mit Platten nicht reinfahren. Ne? Dann musst du diese Stahlplatten auslegen oder so Bongossi-Wege. Da brauchen wir selbst mit unseren Überfahrtafeln nicht mehr rein. Keine Chance, ja. Ich kläre jetzt gleich mal ab, ob wirklich 1,60 Meter Stücke, weil die kriegen wir jetzt nicht runter. Wenn nicht, schneiden wir das Ding zu Brei mit der Bühne. Wenn unbedingt 1,60 Meter Stücke sein müssen für Richelfehle, dann müssen wir im Sommer wiederkommen. Alter, Katastrophe. Also wie ihr seht, das ist wie gesagt die Baustelle. Das ist der Baum von allen Seiten, ja, eingewachsen, zugewachsen, nicht zugänglich. Ne? Ihr seht, ich stehe hier auch zwischen den Dächern. Reichweite auch mit Bühne, ne? Das sind alles große, weite Schuppen. Der ist auch irgendwie 6, 8 Meter. Das ist schon, ja. Ja, Idee wäre jetzt, wir schneiden den zu Brei. Ne? Das ist so der einzige Plan, der mir einfällt. Ansonsten müssen wir halt nochmal wiederkommen. Das hier ist der Laufweg zum Baum. Ne? Ja. Und hier, wie das wäre, wie gesagt, die Zuwegung für den Hulk. Schwierig. Ganz doll schwierig. Ich weiß es nicht, ne? Also, das ist eigentlich, ist das ein Kranbaum, ne? Definitiv ist das ein Kranbaum. Ja, wir versuchen jetzt, das Kronenholz rauszuschneiden. Dass wir den nackig haben und dann müssen wir im Sommer mit dem Kran wiederkommen, ne? Mir fällt sonst keine andere Lösung ein. Absolut nicht. Absolut nicht, weil ihr seht, der ist von allen Seiten zugebaut. Das hat keinen Sinn, ne? Und hier brauchst du nicht reinfahren. Ja, hier brauchst du nicht reinfahren. Ich weiß nicht, ob ich das gefilmt habe. Hier ist sie mir von den Platten runtergerutscht. Wir haben die Bühne jetzt mit Platten reingeschafft. Plan ist jetzt, dass wir alles, was Notaus, was wir hier mit der Bühne erreichen können, mit der Bühne zu Brei schneiden. Wir lassen den Stamm stehen und wir lassen die Seitentrieblinge stehen, also den dicken Seitentriebling, die alle Queräste nehmen wir ab, sodass wir mit dem Kran dann noch einmal den Triebling entnehmen und den Stamm in zwei Stücken oder so. Ja, das ist die Idee dahinter. Es war so nicht geplant, wie gesagt. Geplant war ein Hub mit Hulk, zwei Hub mit Hulk, drei, vier Picks mit Hulk. Das wäre in gut zwei Stunden erledigt gewesen mit Auf- und Abbau und allem drum und dran. Aber so müssen wir uns mit der Bühne retten. Ja, wir nehmen den Stacheldraht gleich eben ab, gucken wir eben, dass wir die Scheiße aufs Land schmeißen können, weil da unten überall Bienenkästen sind. Nächste Schwierigkeit, ne? Da unten sind überall Bienenkästen. Hier übrigens die Bühne einseitig abgepratzt, natürlich auf den großen Platten, damit wir hier die Terrassenplatten hier nicht kaputt machen. Das sind ja irgendwie so 50 auf 50er Platten. Also wir stehen auf den großen Platten, sind hier reingezirkelt, ne? Haben auch bis Press an den Schuppen da den Aufbauplatz ausgenutzt. Ja, und jetzt schneiden wir den halt mit der Bühne zu Brei. Nutzt nix. Geht nicht anders. Wir lassen dann den Kunden den Stamm stehen. Den kranen wir dann nochmal raus, wenn es ein bisschen trockener ist. Ja. Es ist nicht schön. Es ist auch nicht so, wie es geplant war. Es wird auch definitiv mehr Zeit in Anspruch nehmen, wie es ursprünglich gedacht war. Aber wir können ja nichts machen. Was sollen wir machen? Wir müssen auch irgendwie die Kunden bedienen. Ja. Hier mal Sägen fertig gemacht habe und ich muss hier gleich noch zu einem Kunden hier Bienensaat bringen für, wie gesagt, eine Wildackerwiese. Aber ich habe jetzt gerade mal zwei Sägen fertig gemacht. Übrigens immer noch ein geiler Puster, finde ich, der von Echo. Immer noch kann der das mit dem BR 800 von Stiel aufnehmen, bin ich der Meinung. Wobei er ist ja auch fast genauso teuer, ne? Also das ist das, wenn man mit den Marktführern mithalten will, ne? Nicht nur preislich, da muss man auch ein bisschen Qualität bieten. So, wie gesagt, wir sind dabei, jetzt den Baum zu Brei zu schneiden. Marcel ist oben, aber ich wollte euch zeigen, wir haben hier, ich habe gerade noch die beiden Husky-Sägen fertig gemacht. Und zwar fahren wir jetzt auf der Top-Handle, das wollte ich euch zeigen, fahren wir eine 40er-Schiene. Eine 40er-Schiene mit 3,25er-Kette, 1,1er Nutbreite. Geht wie die Sau, ne? Also das ist ja, ich hätte zwar lieber gerne eine Carving-Schiene drauf gehabt, aber das geht auch gut. Habe ich jetzt die erste Woche im Testen. Das kann die gerade noch so tun. Die Kette muss natürlich immer scharf sein.
Und du kannst eben auch mal dann mit der kleinen Säge, du musst dir nicht sofort eine Backhandle hochgeben lassen. Du kannst mit der kleinen Säge dann auch ganz andere Schnitte machen. Da auch gerade oben diese Starkäste. Da muss man sich dann nicht immer eine Backhandle-Säge hochgeben lassen und muss mit der kleinen Säge nicht immer ganz rumlaufen. Also das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Ne? Moment, falsche. Da, so, zack. Also wie gesagt, die jetzt mit einer 40er Schiene kann die gerade noch so tun. Ist natürlich, muss scharf sein, ne? Sonst ist die Säge schnell an ihrer Grenze. Ja, und dann haben wir auch immer noch die 550 XP Mark II. Damals ja auf der, ich glaube, Forst Live getestet. Arne geht fremd, heißt das Video. Ja, also sind wir auch sehr gut mit zufrieden. Die nächsten kriege ich allerdings alle nur noch mit Griffheizung. Die nächsten sägen dann alle nur noch mit Griffheizung. So, Marcel baut da, wie gesagt, jetzt den Baum Stück für Stück ab. Der Plan war ein anderer. Ich zwänge mich hier mal durch. Hoppala. So, der Plan war, wie gesagt, ein anderer. Aber, ja, manchmal steckt man da eben nicht drinne. Hier müssen wir natürlich dann das Stammholz auch in kleinen Stücken abschmeißen und ja, stapeln es jetzt hier auf der Wiese. Es ist ein ganz schön fucking großer Baum, es ist ganz schön Arbeit. Auch gewichtstechnisch, die Stücke, die er da jetzt hält, die haben alle schon so 15, 20 Kilo, würde ich sagen. Das ist nicht witzig. Dann ist hier, wie gesagt, Bienen drunter. Bienen sind was Cooles, ich liebe Honig. Aber ne, die Wiese wäre für einen Kran nichts gewesen. Ne? Dann hätten wir warten müssen, bis es trocken ist. Dann ist wieder schwierig dann alles. Ich muss jetzt gleich mal, wie gesagt, gucken. Ich muss noch ein, zwei Sachen bestellen. Unter anderem neues Rücklicht. und dann... Ja, dann muss ich mir einen Plan machen, wie es weitergeht. Ob es lohnt. Übrigens hier, ne, das war die Fräse. Ich habe reingefräst in die Platten mit der großen Wurzelfräse. Kaum Beschädigung, ne? Ist krass, oder? Und bis ich das gemerkt habe, ne, ich hörte nur so ein Flap, 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 Flap. Ich denke, ja, was ist das denn? Und dann sagt Marcel über Funk, du fräst in die Platte. Ich so, okay. Aber, wie man sieht, sie hat es überstanden. Ja, ungünstig heute. Definitiv ungünstig. So, ihr Lieben, ich habe die Jungs ja mal eben schnell auf Baustelle verlassen. Sollen wir den auch einpflanzen oder was? Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, einen Tannenbaum zu pflanzen. Hier ist die Baustelle, da wisst ihr, haben wir mit Bennett Hecke gerodet und so. Ihr seht übrigens, die ist nicht schief gepflanzt. Ne? Die Pflanzen müssen so ein bisschen ineinander wachsen. Es ist immer noch saunass hier. Hier haben wir Rodusse gesetzt. Und hier sollen wir jetzt eben noch mehr Rodusse setzen. Ich habe noch zwei Stück mitgebracht. Da sollen irgendwie Sticker stecken, wo wir die... Ich bin fertig mit meinen Bäumchenpflanzen. Und jetzt fahre ich wieder zu den Jungs. Eine dicke halbe Stunde, über 30 Kilometer. Joa, ist dann so. Laufen wir auch nicht vorweg. So einfach, nützt ja nichts. Geht los. Attacke. Ich habe meine Bäumchen alle gepflanzt und gesetzt. Und ja. Dann wollen wir mal schauen, wie weit die Jungs sind. Erst Urten, dann Spurten. Ne? Alle ja immer sagen, ich bin nicht angeschnallt. Natürlich bin ich angeschnallt. So mit O. Ja, jetzt ist die Frage, zu Brei schneiden oder nochmal mit dem Kran wiederkommen. Die Jungs haben den Baum soweit nackig. Ich habe meine Bäume eingepflanzt und auch die Bäume, die der Kunde da noch hingestellt hatte. Habe meine Schuhe wieder von der Modder befreit. Ja, und jetzt ist eben die Frage, ne? Schneidet man das Ding zu Brei? Fährt man hier nochmal mit dem Kran her? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es euch nicht sagen, was die beste Entscheidung ist. Ich weiß es nicht. So, ihr Lieben, ich bin heute auf dem Weg zu einer Baustelle, die ich klettern muss für Wulfeven. Das sind drei mausetote Kiefern. Das ist nicht witzig, die sind auch sehr dünn, also irgendwie 25, 30 cm nur, aber dafür gut 20 Meter hoch. Also echt beschissene Baustelle, voll mit Efeu natürlich, halb tot. Weil unterm Efeu abgestorben, nicht witzig. Und die Jungs gehen eine Eiche schneiden, auch als Subunternehmer.
für einen Galabauer. Was ganz lustig ist, weil die Eiche haben wir schon zweimal. Ich habe es nachgeguckt, es gibt Videos davon und auch Bilder auf Facebook. Die haben wir schon zweimal geschnitten. Das letzte Mal vor 3 Jahren, als wir auch die Kronensicherung dann eingebaut haben. Und ich finde das irgendwie komisch, dass die Kunden jetzt einen Galabauer beauftragen, zumal der gar nicht hier aus der Gegend kommt, den die beauftragt haben. Also einen Galabauer beauftragen, der nicht hier aus der Gegend kommt, um Kronensicherung zu kontrollieren und einen Baum zurückzuschneiden. Also Punkt 1, der hat gar nicht die Mittel. Und Punkt 2, glaube ich nicht, dass der Ahnung von Kronensicherung hat. Was ja der Grund ist, warum er guterweise, muss man ja sagen, warum er guterweise uns angerufen hat und gesagt hat, könnt ihr das machen. Lustigerweise wird er, glaube ich, gar nicht wissen, dass wir den Baum damals gesichert und zurückgeschnitten haben. Und da frage ich mich, warum haben die Kunden nicht wieder uns angerufen? Ne? Frage ich mich tatsächlich, warum rufen die einen Galabauer an, warum rufen die nicht uns an? Erstens haben wir den Baum sicher gemacht und eben kennen den Baum, wissen um den Baum, wissen um die Probleme des Baums, kennen unsere Kronensicherung, wissen, warum wir da was wie eingebaut haben. Ja, schwierig, ne? Aber das sind so Sachen, die gehen mir dann durch den Kopf. Ne? Warum, wieso, weshalb? Rufen die jetzt einen Galabauer an und nicht die Fachfirma, die das bei denen eben auch gemacht hat? Ja, ist die Frage unzufrieden? Dann sage ich mir immer, naja, wenn sie unzufrieden wären, warum haben sie uns dann zweimal angerufen und haben das zweimal von uns machen lassen? Das nächste Ding ist ja auch ein preisliches Ding, weil ich habe dem Galabauer natürlich ein Angebot gemacht, weil ich kenne den Baum ja. So, und der Galabauer wird natürlich seinen Kunden dann auch ein Angebot machen und das wird natürlich höher sein wie meins. Muss ja, der will ja auch was dran verdienen, der hat ja auch eine Besichtigung gemacht und alles so eine Sache. Ne? Ist das, der Himmel ist geil, oder? Guckt euch mal dieses satte Rot an. Ich finde, der Himmel ist echt geil. Es ist auch echt wieder knacke kalt heute. Knacke kalt. Ansonsten, ja, Business as usual. Ne? Ich finde das so geil, das sind so farbliche Kontraste. Herrlich. Business as usual, ne? Wir schlagen uns durch. Ja, wie gesagt, auch jetzt viel mit Subunternehmeraufträgen, was ich, ja, nehmen wir natürlich an, klar, machen wir auch, klar. Aber ich frage mich dann eben immer, warum rufen die Kunden nicht direkt bei uns an, ist viel günstiger. Auch der Auftrag, wo ich jetzt hinfahre, wir waren vor ein paar Wochen da, ihr kennt das Video, wo ich mit dem Hackerkran das Holz in den Vario einlade, wo wir mit dem Wärmer auf den Platten diese Efeu-Erlen gefällt haben, wo wir mit der Bühne, das war ganz, ganz press mit der Bühne, hinten in so einer Sackgasse. Ja, und da standen wir an diesen Bäumen quasi schon mal press dran, weil wir für den Nachbarn die 2 Erlen gefällt haben. Danach haben wir diese Tannen hinten gerodet, wo das Video entstanden ist mit der 550 Mark II im Thumbnail. Das war dann kurze Zeit später, wo wir auch mit dem Wehrmeer da über dieses Baugrundstück von der Gemeinde gefahren sind, wo alles so nass und matschig war. Ja, und da standen wir schon mal press an diesen toten Kiefern dran und da haben wir noch gesagt, naja, eigentlich müssen die auch weg. Ja. Ja, eigentlich ist die Einschränkung und Verneinung des vorherig Gesagten, hätten wir sie damals mal runtergeschnitten, ne? Aber irgendein Scheiß ist ja immer. Und jetzt muss ich die Mistdinger klettern. Wie gesagt, halb tot, voll mit Efeu. Relativ dünn und hoch. Das macht keinen Spaß. Das ist potenziell so, dass man drauf gehen kann. Vor allem, weil keiner von meinen Jungs rickt und keine Funkverbindung zum Bodenpersonal da ist. Weil das Bodenpersonal wird von dem Galabauer gestellt, für den wir arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt jemanden riggen lassen in ziemlich dünnen, hohen Bäumen, der noch nie geriggt hat, mit dem ich keinen Funkkontakt habe und der eigentlich gar nicht weiß, was ich da oben tue. Das ist natürlich, die Baustelle ist so schon scheiße gefährlich, dann kletter ich alleine, das macht es halt noch gefährlicher, weil du darfst dich nicht verletzen, es kann dich keiner da oben runterholen, außer du selbst. Und ich arbeite mit einer völlig, ja, unerfahrenen Crew. Das ist so ein bisschen so dieser Spruch, ne? If you know yourself and you know your enemy, you don't have to fear a 1000 battle. If you know yourself but don't know your enemy, for every victory you will also suffer a defeat. If you don't know yourself
And you don't know your enemy. You will lose every battle. Und so ist es tatsächlich, ne? Wenn du deine Arbeit kennst, du kennst dich und kennst die Leute, dann brauchst du keine Angst vor irgendeinem Baum haben. Das kriegst du schon hin. Wenn du dich kennst und deine Leute kennst, aber die Baustelle nicht, dann wird es schwieriger und gefährlicher, aber es bleibt immer noch machbar. Kennst du dich selbst nicht, kennst die Baustelle nicht und kennst die Leute nicht, mit denen du zusammenarbeitest, dann wird die Baustelle böse in die Hose gehen. So, wir hoffen mal, dass das heute nicht böse in die Hose geht, weil ich möchte das gerne überleben. Und zwar auch unverletzt. Aber das ist die beschissenste Kombination überhaupt. Und darum arbeite ich auch so ungern als Subunternehmer und vor allem dann als Subunternehmer mit fremden Leuten. Das ist der Grund, warum ich aufgehört habe mit Contract Climbing, ne? Ich habe früher ja ganz viel als Subunternehmer mich quasi verhurt. Also ich war eine Miethure, ne? Jeder Galabauer, jeder Hunz und Strunz, jeder Privatmann konnte mich mieten für einen festen Tagessatz. Und wenn die Baustelle fertig war, hatte ich mein Geld verdient. Und wenn die nach 4 Stunden fertig war, bin ich nach 4 Stunden nach Hause gegangen. Und wenn die nach 10 Stunden fertig war, bin ich nach 10 Stunden nach Hause gegangen. Und wenn die nach 2 Stunden fertig war, dann wollte ich auch nach Hause gehen. Aber es gab dann immer Diskussionen, warum das alles immer so schnell ging. Ja, und das Problem war immer, du hattest immer eine unerfahrene Crew. Manchmal habe ich mit Privatpersonen zusammengearbeitet, ne, dann irgendwie auf dem Samstag. Und dann hat der Auftraggeber mit seinen Kumpels dann unten aufgeräumt und gerickt und so eine Sachen und so. Ne? Und das war wirklich immer, ja, Chaos und High Risk, sage ich mal. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Da hatte ich keinen Bock mehr drauf, wegen anderen Leuten meine Knochen, meine Gesundheit, ne, mein Leben zu riskieren. Und das ist einer der Gründe, warum ich mit diesem Scheiß aufgehört habe, ne? Warum ich das nicht mehr mache. Ich habe da eine Zeit lang mit meinem eigenen Personal auf Tagessatzbasis gearbeitet. Zum Beispiel auch viel für die Firma Westphal, ne? Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, da Christian und Stefan im Ruhrgebiet, ne? In Ratingen bzw. Krefeld. Da war ich viel in Neuss, Köln, Düsseldorf, Ratingen, Mettmann, Neandertal und so eine Geschichten unterwegs. Hat auch echt viel Spaß gemacht. Ist auch eine Top-Firma, sind wirklich zwei ganz, ganz liebe. Haben mir damals auch viel geholfen, weil mein Maschinenpark war früher ja auch schon alt und so, ne? Die haben meine Wurzelfräse repariert, ich habe den ersten Hacker von denen bekommen und so, ne? Alles so eine Geschichten. Haben meine Maschinen immer so ein bisschen instand gesetzt, ne? Ich habe die dann damit runtergebracht, ne? Wenn was kaputt war, habe ich das damit runtergenommen. Wenn ich dann zu denen gefahren bin, dann haben die das die Woche über repariert und wenn ich am Wochenende nach Hause gefahren bin, konnte ich meine Maschine repariert wieder mitnehmen. Das war eine coole Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch da war eben immer das Blöde, ich kannte die Baustellen nicht. Ne? Du wusstest nicht, welches Equipment musst du mit haben, was erwartet dich. Ne? Das immer, hat Spaß gemacht bei den beiden, aber war auch immer so eine Wundertüte, sag ich mal. Ne? Aber sind zwei ganz, ganz liebe und ja, war eine schöne Zeit. Ja. So, ich bin dann gleich da und sehe zu, dass ich die Scheiße fertig kriege. Damit ich dann zu meinen Jungs kann und meinen Auftrag fertig machen kann und häckseln kann und aufräumen kann und ja, da will ich mal, boah, ich weiß, es wackelt, jetzt meckern die ersten wieder. Da will ich mal meinen Helm, boah, weghängen. Ihr seht, ich packe gerade mein Klettergeraffel weg. Was heißt das genau? Die drei Bäume sind erfolgreich unten. Was nicht so erfolgreich ist, zeige ich euch gleich mal. Ich habe nämlich den Zaun beim Nachbarn ein wenig zerstört. Da ist mir ein Ast draufgefallen. Ich habe 2, 3 Fotos in meinen Status gebracht. Oh, dieser blöde Puster hier mal mitten im Weg, ne? Da muss auch noch mal ein besserer Platz für her, ey. Drecksteil. Also der Puster ist gut, aber das Auto ist so einfach zu klein. Du kommst an die ganze Scheiße nicht ran. Das war auch mal alles besser. Aufgeräumter, schöner. Also ich zeige euch gleich noch mal kurz die Baustelle. Ich habe die komplett mit der kleinen Husky runtergeklettert mit der 40er Schiene. Also ich kann August da verstehen. Große Schienen auf den kleinen Sägen. Rips like hell, wie man so schön sagt. Also zieht echt durch wie die Sau. Das ist saugeil. Dann kannst du eben auch größere Bäume mit einer kleinen Säge machen. Das ist, macht sau Spaß. Echt geil. Ja. Also jetzt mein ganzes Zeug hier wieder rein. Alter, das Auto sieht aus wie hingekotzt. Aber der gehört hier nicht rein. Die gehört hier nicht rein. Die schwarze Seiltasche gehört hier nicht rein. Das gehört eigentlich alles in die Bühne. Das ist zum Kotzen. Ey. Also gleich wird erstmal wieder umgeräumt, wenn ich auf der Baustelle bin. Aber ich zeige euch diese Baustelle gleich nochmal. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen... Ich werde zu alt für so einen Scheiß. Das ist Fakt. Aber ich zeige euch das gleich nochmal und dann... Kriegen wir was hin. Nee, die waren ja unten schon, also die waren ja halb tot, die Biester.
Ne? Halb tot, alles brüchig, alles. Wow. 85 ist der Roter, nee, ich kann Holz haben, ne? Ja, ich sag, meinst du, ich krackel mit einem 85-Jährigen, ich hab hier 7 Bäume runtergefällt. Ja, das ich sag, meinst du, da war ich aber noch 10 Jahre fast jünger. Ja, und ich das sag, geht mir leider und dann Handsäge und alles abschneiden. Und, hör auf, wollte ich gerade sagen. Das sind so die Sachen, da kannst du 1000 YouTube-Videos angucken im Internet, wie da in die Hose geht, ja. Genau. Die anderen stehen dicht zusammen, das ist nicht so das Problem. Ne? Nee. Die geben sich alle ein bisschen gegenseitig Deckung. Auch diese Gruppe hier. Ne? Ich meine, gut. Gut, beschwören kann halt nie einer. Ne? Das dann, aber da muss schon, die haben ja jetzt auch ein paar Winde gut überstanden. Ja. Die kriegt kein Licht. Die ist ja unten komplett eingewachsen mit den Rhododendron. Die hat ja nur oben Äste, weil die nur oben Licht kriegt. Ne? Die hat ein bisschen Versorgungsengpass. Die hat ein Wasserproblem. So, wie ihr seht, die Jungs holen hier schon mal das Holz weg. Ich glaube, den Rest kriegen die alleine runter. Ja, ihr seht es noch an den ganzen Efeu-Resten hier. Die waren also fickvoll mit Efeu. Ne? Ihr seht das hier noch an dem Efeu. Ihr kennt auch die Baustelle. Da haben wir mit Bühnen drin gestanden und hier auch die Wurzel gefräst. Da habe ich den Zaun kaputt gemacht, ne? Das sieht man wohl, ne? Das ist nicht so schön. Ja, da hat es einmal eben was drauf gescheppert. Da sieht man ja auch noch, da liegen noch so ein paar Kiefertacken. Da denke ich, räumen die Jungs kleiner weg. Da vorne ist noch eine Klammer vom Zaun. Das ist nicht gut, das soll nicht passieren, ne? Aber auch sowas kommt vor, da brauchen wir nicht drum zulügen. Das zeige ich euch, wie gesagt, immer ehrlich, das war doof, ne? Hätte man den anbinden können? Vielleicht. Vielleicht, aber dann hätte ich den in sich selbst regen müssen. Und ihr seht, die waren nicht besonders dick. Das hier war so der dickste, da habe ich mich dann eingebaut und habe versucht, in den hier reinzuriggen. Ja, und das war so der dünnste und die waren alle gleich hoch. Ne? Also die waren alle so in dem Kaliber. Also alle wirklich so 18, 20 Meter hoch. Das ist nicht witzig, ne? Vor allem voll mit Efeu. Tot darunter, abgestorben. Bohrlöcher von Käfern drin und so. Ja, macht keinen Spaß. Machen wir auch nicht wieder. So, ja, dann fahre ich jetzt zu meinen Jungs und zeige euch die Baustelle von meinen Jungs. Eiche, wie gesagt, mit Kronensicherung und Einkürzen. Das ist schon wieder geil, weil da, wo der Bus steht und wo das blaue Auto gerade wegkam, da müssen wir rein. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil ich glaube nicht, dass ich mit dem LKW da so um die Ecke komme. Also hier, alles ein bisschen enger und so, kennt ihr. Hier ist viel meine Stammkundschaft. Liegt einfach daran, das klingt hart, aber das ist so ein bisschen das besser betuchte Viertel hier in Leer. Eins davon, muss man sagen. Also es gibt mehrere so eine Viertel hier in Leer, wo Leute leben, die so nicht so ganz auf einen Euro gucken müssen. Und das ist eben auch der riesengroße Vorteil, weil die können sich auch im Moment in schlechten Zeiten noch einen Baumpfleger leisten. Ne? Also ihr wisst, da vorne bei dem Haus haben viel gearbeitet. Hier ist das Video entstanden, wo wir den 120-Tonnen-Kran von Ulfatz fast umgeworfen haben. Das war unlustig, zugegeben. Unlustig. Ja, und hier müssten die Jungs jetzt eigentlich irgendwo an der Eiche am Schneiden sein. Ja, da steht einer im Korb, das sieht schon mal ganz gut aus. Lieben, Alter, das Auto sieht immer noch aus wie reingekotzt. Ich fange an zu häckseln, die Jungs haben die Bühne abgebaut. Drüben beim Nachbarn liegen jede Menge, also liegen drei so eine Haufen, hier liegt ein so ein Haufen. Man sieht, wir haben einiges an Länge rausgenommen. Sieht aber immer noch nach Baum aus. Gibt, wie gesagt, ein Video, wie wir in diesem Baum die Kronensicherung einbauen. Ist halt eben auch so ein, ja. Also man sieht rundum einiges eingekürzt. Ja, sehr schön eigentlich. Markus nimmt jetzt auf Wunsch des Kunden da unten noch zwei Äste raus. Und ich fange mal an wegzuhäckseln. Also der hat rundherum locker mal 3 Meter Ausdehnung verloren. Ganz, ganz locker. Ganz locker. Ja, sieht man ja auch. Und wie gesagt, beim Nachbarn liegen noch drei so eine Haufen. Ne, da hinten hinter der Bühne fahre ich dann gleich hin, häcksel das weg. Ja, eigentlich sowas sind coole Aufträge. Wer das hier vorne war, ich kann es euch nicht sagen. Oh, Mittwochmorgen, Marcel und ich starten mit dem Nissan und dem Vario zu dem Auftrag in Aurich, wo uns damals unsere Bühne, erst Gurten, dann Spurten, wo uns unsere Bühne verreckt ist. Und wo hinten alles unter Wasser stand, da kamen wir ja mit unseren Mitteln nicht weiter. Das war ja in der Baustelle auch Katastrophe, ne? Alles unter Wasser. Hier steht auch eine Ulfatz-Mietbühne, ja, sehr geil. Ja, da stand alles unter Wasser, wie ihr wisst.
Und dann war uns ja sowohl der Hacker als auch die Bühne verreckt, was natürlich unlustig ist. Ja, jetzt deshalb wieder hin zu dem Auftrag, was natürlich nervig ist, zweimal Anfahrt und alles, sehr weit zu fahren. Jetzt gleich erst noch zu Ulfarts die Mietbühne holen. Ist eine Kettenbühne, eine Dino, die haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Ja, Markus ist heute nicht da, das wussten wir, das ist angekündigt. Der hat einen Termin, Markus hat einen Termin. Und ja, jetzt legen wir los, Marcel und ich versuchen das zu rocken, versuchen den Auftrag fertig zu kriegen, damit das dann erledigt ist. Aber bei dem Wetter brauche ich euch nicht erzählen, selbst mit Kettenbühne ist das alles nicht so witzig. Das ist scheiße, ne? Das ist richtig riesengroße Scheiße, das Wetter. Das macht alles keinen Spaß. Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Und ja, das ist das, wo wir mit im Moment zu kämpfen haben, ne? Und die Kunden haben immer weniger Verständnis, ne? Also gestern rief mich meine Bürofrau wieder an und sagte auch, ja, der und der Kunde, der will jetzt unbedingt einen festen Termin haben, der will wissen, wann wir kommen, sonst holt er sich jemand anders. Ja, ganz ehrlich, wer jemand anders soll denn mit einer Bühne da bei ihm rein? Wir haben Überfahrtafeln, wir haben alles. Wer jemand anders soll es denn machen? Und das ist auch noch ein Kunde, fällt mir gerade ein, der muss komplett geklettert werden. Der muss komplett geklettert werden. Wer soll bei diesem Wetter, da muss Kronensicherung kontrolliert werden, da muss Totholz entfernt werden, da müssen große, große Bäume geklettert werden in den Außenkronenbereich. Wer soll es denn machen? Wer soll es denn machen bei diesem Wetter? Und wenn ich dem jetzt einen Termin gebe und das regnet und ich verschiebe den Termin, dann ist er angepisst. Und vor allem, wenn ich den Termin dann nochmal verschiebe wegen Wetter, ist er vielleicht erst recht angepisst, ne? Also wie du machst es im Moment verkehrt, ne? Du kannst es nur verkehrt machen. Gibst du einen Termin, musst ihn eh verschieben. Gibst du keinen Termin, ist der Kunde sauer, weil er keinen Termin kriegt. Ich kapier's nicht. Ich kapier's wirklich nicht. Dann heißt es immer, ja, man kann sich ja anziehen. Haben Sie keine Regenklamotten? Ja, natürlich haben wir Regenklamotten. Aber wenn dein Baum nass ist und glatt wie Schmierseife, ja, und sich das einfühlt, als müsstest du einen eingewichsten Laternenpfahl hochklettern, das funktioniert nicht. Das brauche ich euch nicht erzählen, ne? Es war noch nie so schlimm wie dieses Jahr, wirklich. Egal ob Wetter oder Kunden oder Zahlungsmoral oder... Und es ist egal, mit welchen Selbstständigen ich rede, es haben langsam alle die Schnauze voll, bis oben hin, ne? Weil du einfach kein Bein mehr an den Grund kriegst, weil du... Ja, Leute, ich glaubte, ich bin doof. Ich weiß, dass das fucking Licht auf der Beifahrerseite kaputt ist. Ich wäre nicht dämlich. Ich stehe ja morgens vor meinem Auto. Ich setze mir nicht rein und mache... Ne? Ich kenne mein Auto, ich weiß, dass die eine Lampe da kaputt ist. Wir haben die jetzt auch schon zweimal getauscht und jedes Mal brennt die wieder durch. Da ist also irgendwie ein Fehler im Kabelbaum. Den muss ich noch finden. Aber deswegen bin ich im Moment auf einem Auge blind. Oder halb blind. Es ist ja das Standlicht, ist ja an. Naja, also die Leute halten einen echt für dämlich, ne? Also ich kenne mein Auto. Außerdem zeigt das ja ein Display an. Jedes fucking Auto. Ich ignoriere doch so eine Lampe nicht. Ich weiß noch, was die scheiß Lampe bedeutet. Außer Motorkontrollleuchten. Die ignoriere ich grundsätzlich, weil die immer nur an dieser Art Blue-Fick-Kacke liegen, ey. Diese scheiß Lurchpisse. Kauf mir einen Porsche, der hat so einen Scheiß nicht. Naja, egal. So, also heute wird wieder ein richtig geiler Tag. Ich bin hochmotiviert, ja. Ja, nützt ja nichts. Oh, der Nissan ist vor mir, hat die Bühne drauf. Ist eine CMC-Bühne, habe ich noch nie gehabt. Da vorne steht die Jibby, die haben wir dann ja für den Sportplatz in Steenfelde. Die hole ich immer mit dem Hulk, weil die keinen Anhänger hat und auch zu schwer ist zum Trailern. Ja, Hashtag, ich weiß, wir haben die schon auf dem Twin-Trailer drauf gehabt. Aber mit dem Twin-Trailer drunter ist das eigentlich zu schwer. Der Jeep konnte das tun, ne? Der Jeep fährt in Amerika mit mehr Anhängelast als in Deutschland und wir hatten ja auch die amerikanische Kupplung dran. Also ein Kugelkopf mit 175 Kilo Stützlast, das ist sehr, sehr selten, hat der Grand Jeep Cherokee SRT aber auch gehabt. Also du kannst, wenn du die schwere Kupplung, die amerikanische Kupplung bestellst, beim Jeep 175 Kilo Stützlast kriegen. Na? Und wie gesagt, dann darfst du zwar immer noch nicht mehr als 3,5 Tonnen ziehen, ja, aber... du hast wenigstens eine saustabile Anhängerkupplung, ne? Das ist mal Fakt.
ich sehe gerade, das Licht am Trailer funktioniert nicht. Ja, ihr Lieben, jetzt machen wir uns im strömenden Regen auf den Weg zu unserer Baustelle. Ist zum Kotzen, ne? Ich habe so die Schnauze voll von dem Wetter, aber das habe ich ja schon gesagt. Ich bin gespannt auf die Bühne. Ich möchte ja sowas Ähnliches auch kaufen, wenn ich irgendwie das schaffe, finanziell. Packen wir es heute, ne? Packen wir es, zweiter Versuch, diese Katastrophenbaustelle fertig zu kriegen. So, und täglich grüßt das Murmeltier. Ihr seht, wir sind wieder in der berühmten Straße an unserer oder auf unserer Baustelle. Ne, hier haben wir ja schon mal eingekürzt, habe ich ja den Erklärbär gespielt. Und jetzt sind wir wieder hier mit einer Kettenbühne und versuchen dann jetzt den Rest zu schaffen. Das wäre so der Plan und der Plan ist wie immer sehr gut. Ich muss gleich zusehen, dass ich hier umgedreht komme, dass wir die Bühne abladen und, ne? Aber ihr seht, es ist nicht besser geworden, ne? Ihr seht, es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, es ist eher schlimmer geworden. Sehr viel schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben natürlich jetzt kein drittes Auto mit Überfahrtafeln mit. Es ist zum Brechreiz kriegen. Also ich könnte echt so heulen, ne? Ja, ja, Marcel guckt auch schon und denkt sich seinen Teil. Ja. Ist der Alte bekloppt? Naja, ist der Alte nicht, aber ja, packen wir's. So, ihr wisst vom letzten Video, das hier war letztes Mal wenigstens noch trocken. Jetzt ist das hier auch alles moddernass und weich. Ja. Es ist zum Brechreiz kriegen. Die Pfütze hinten ist auch deutlich größer geworden. Deutlichst größer. Also das ist echt ein Grundstück, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damit auf den Hals geholt habe. Ne? Also vergleicht es mit dem letzten Video. Letztes Mal hatten wir nur da eine Pfütze. Es ist zum Brechreiz kriegen. Ja, egal. Egal. Pack mal's. Nützt ja nichts. Wir laden jetzt gerade die Kettenbühne ab. Das Fabrikat habe ich noch nie gehabt. Ist ein, lass mich lügen, CMC. Da steht's drauf. Ja, sehr schön. Hat auch knapp 12 Meter Seitenreichweite. Also ungefähr so wie meine. Ja, hat hier auch Slider. Ne? Muss ich denen nochmal sagen, können sie bei RZ bestellen. Ne? Ihr Lieben, kurzes Update. Da vorne ist schon weg. Fährt gerade wer mehr. Die waren gerade hier auf der Baustelle, haben mir 2-3 Neuerungen vorgestellt. Die haben jetzt eine Seilwinde für den CTX und die haben einen Greifer mit Rotator. Naja, was wir auch schon eben mal gesagt haben. Wir sind mit der Kettenbühne rein, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt bauen wir das Ding auf. Und wenn wir die aufgebaut haben, dann fangen wir hier endlich an in diesem Sumpfloch. Wir haben natürlich wieder die großen RZ-Platten mit. Ja, packen wir's. So, wir bauen jetzt auf. Oder die Bühne baut auf. Die hat ja, glaube ich, Selbstnivellierung. Ich kenne das Ding nicht. Ne? Ich habe so ein Teil noch nie gesehen. Die ist auch wohl irgendwie sehr neu. Hat natürlich schon ein paar Macken. Ne? Also hier, aber ich glaube, dass da ist mal irgendwo irgendeiner mit gegengefahren. Also wir waren es nicht. Ne? Wir sind ja noch nicht mal angefangen. Aber so, Bühne steht, so wie es aussieht. Dann nehmen wir unser Zeug und los geht's. Ja, ihr Lieben, es ist echt eine Katastrophe. Ihr seht, die Platten drücken das Wasser aus den Rasen, obwohl wir die großen Platten nehmen oder die großen Platten genommen haben. Hier haben wir ein bisschen unterfüttert. Ja, dumm darfst du sein, du musst dir nur zu helfen wissen. Hier auch, ne? Wir haben die Platte komplett runtergedrückt. Wenn man sich überlegt, die Bühne wiegt irgendwie knapp über 2 Tonnen, lass sie 2,5 Tonnen haben. Und das sind die großen Platten, ne? die 80 auf 60 sind die, glaube ich. Das sind die großen Platten und die versinken hier. Dann wisst ihr, was wir heute wieder zu kämpfen haben. Also eigentlich muss man, ja, aber hier auch, ne? Es steht blank, ja. Es steht blank und wie gesagt, wir drücken die großen Platten hier in den Boden und die schwimmen fast. Ja, auch wenn ich hier hüpfe, seht ihr, wenn ich hier hüpfe mit meinen 70 Kilo, ne, dann bewegt sich da das Wasser. Moment, ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig auffängt oder ob die nur wackelt. Es ist eine Katastrophe, ne? Die Grundstücke sind Schwämme. Weil es hat keinen Sinn mehr, ne? Hier brauchst du selbst mit Überfahrtafel, mit unserer Bühne nicht rein. Keine Chance. Keine Chance. Naja, also wir montieren jetzt den Motree. Ne? Den hängen wir wieder ein. Den kann man ja überall flexibel mit hinnehmen, ja?
immer noch meiner Meinung nach das Beste, was es gibt auf dem Markt. Ja, ich werde da nicht für bezahlt. Ne? Ich mache kostenlose Werbung für Produkte, die ich gut finde. Also wenn ihr ein Produkt habt und möchtet, dass ich das vorstelle, möchte, dass ich da mein Feedback zu gebe, schickt mir das zu, kriegt ihr mein Feedback. Ja, krasser Scheiß. Alter, wollen wir mal gucken, wie es wird. Ich sabbel noch mit der Kamera. So, wie ihr seht, wir sind dabei, hier wieder überm Dach fleißig einzukürzen. Da geht auch gut was an Länge raus. Ne? Der Ast hier sind gute 3 Meter, würde ich sagen. Das da unten auch, ne? 1,50 Meter, 2 Meter. Alles relativ kleine Schnittstellen. Ich sage ja mal Heiermann, die ist ein bisschen dicker, okay. Aber ja, so arbeitet er sich da jetzt überm Dach vor. Wie gesagt, mit Kettenbühne geht's. Ohne Kettenbühne keine Chance. Ich brauche so ein Ding, ne? Ich brauche so eine scheiß Bühne. Ich brauche da aber auch ein vernünftiges Zugfahrzeug dann vor. Das brauchst du mit Nissan auf Dauer nicht machen. Da rauchst du auch die Kupplung auf. Keine Ahnung, was man sich da holt. Alte G-Klasse. Obwohl, die zieht kein Hering vom Teller, ne? Ja, schwierig. Schwierig. Oder du musst dir echt ein Auto hier, so einen alten Abschlepper, 7,5 Tonnen Abschlepper, und da das Ding hinten drauf fahren, genau. So ein Plateauwagen und die da einfach hinten drauf jagen. Da hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Zuladung. Irgendwie sowas müssen wir machen. Wir sind eine Weile hier. Hier liegt einiges an Totholz. Müssen wir gleich nochmal grob mit der Hake durch, was hier in dem See relativ schwierig ist. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir hier munter weiter einkürzen. Man sieht das schon. Wir mussten 2-3 stärkere Äste auch rausnehmen. Alles noch so im Bereich 8 cm ungefähr. Also so hart an der Kotzgrenze, sage ich immer. Aber ihr seht das mit dem Efeu, das war einfach nicht anders möglich. Die waren unterm Efeu abgestorben. Deswegen liegt hier jetzt noch so viel Efeu, wo ich mich gleich wieder beim Hacken drüber freue. Ja, dann haben wir hier jetzt zum Haus und was in die andere Eiche eingewachsen ist, sehr stark reduziert. Aber es ist eben notwendig geworden, weil die hier ineinander gewachsen sind. Ich sehe auch gerade noch einen Totholzast, tatsächlich in der anderen Eiche überm Haus. Der wächst Richtung Nachbarn, da vorne. Aber gut, dass wir Funk haben. Ja, hier überm Dach ist so stark, wie es irgendwie ging, reduziert. Den hier müssen wir gucken, da haben wir auch da überm Dach reduziert, dass wir überm Garten oben an der Spitze eingekürzt. Also mehr geht da leider auch nicht. So, er sagt gerade, es wird nass. Ja, es ging noch. Aber ihr seht eben, ne? Also wenn ihr euch über die großen Schnittstellen wundert, das ist tot hier. Ne? Das ist pilzstichig, das ist tot, das ist unterm Efeu abgestorben, weil das auch schon mal gestummelt worden ist. Ja, und dann müssen wir das halt rausnehmen, bevor es jemand auf den Schädel fällt. Ist so, nützt nichts. Dann hat man eben auch mal die eine oder andere größere Schnittstelle. Ja, also sind wir mit dem hier gleich auch fast so weit durch. Der eine Ast da oben wird noch gemacht und dann fahren wir mal drüben zum Nachbarn rüber. Gucken, was wir da noch so machen können. Und dann ist das schick. Ne? Und dann stellen wir um und machen hier die Buche. So ist der Plan. Ja, also da, wie gesagt, da haben wir auch, was da in die Buche reinwächst, schon reduziert. Ist eigentlich nur noch der und drüben beim Nachbarn. Ja. So, wie ihr seht, haben wir umgebaut. Jetzt geht's an die Buche. Wir sind hier soweit durch. Ihr seht, wir haben das drüben noch mal vereinzelt. Wir haben den Toten da rausgenommen, der sich als nicht so ganz tot entpuppt hat. Der hatte noch so ein paar Knospen am Ende, aber weil er von unten eben ziemlich kaputt aussah und wahrscheinlich dann auch über kurz oder lang kaputt geht, haben wir den schon mal prophylaktisch rausgenommen. Ja, sonst sieht's, denke ich, ganz, ganz schön aus. Wirklich ein gelungenes Ergebnis. Und jetzt geht's da an der Buche weiter, auch wieder einkürzen. Und ja, dann haben wir diese Katastrophenbaustelle, zu der ich jetzt zweimal herkommen musste, meine Bühne, meinen Hacker geschrottet habe und eine Kettenbühne leihen musste, damit ich sie überhaupt fertig kriege. Also manchmal geht es einfach nur noch ums Prinzip. Manchmal musst du es einfach nur fertig kriegen. Da brauchen wir über verdienen oder nicht verdienen eigentlich nicht, kannst du abhaken, brauchen wir nicht drüber reden. Aber sie ist fertig und ich hoffe, ich werde dann einen zufriedenen Kunden mehr haben. Ich habe jetzt mal mit hochgenommen, wenn ihr da guckt, der wächst da echt böse rein. Die dürfen wir auch nicht rausnehmen, sonst hat der keinen Halt mehr, weil der davon ja schon geputzt wird. Hier hat der auch eine riesen Reibstelle. Aber was ich viel cooler finde, der kommt von da unten, wächst da einmal drum rum und kommt da wieder raus. Ich meine, da wurde der leider gekappt, deswegen nehme ich den gleich raus. Das wird auch witzig, weil der sich ja komplett drum rumwindet. Aber das fand ich irgendwie witzig und wollte euch das zeigen. Da so richtig schön eingewachsen.
Ja, dann probier so. So, wir sind mit der Buche auch fertig. Da oben, da, ne, man sieht die Schnitte. Wir haben also Höhe rausgenommen aus dem Baum. Haben drüben zum Nachbarn eingekürzt. Hier, ne. Gut, den langen Flappen, da können wir nicht rausnehmen. Da haben wir lang und breit erst drüber gesprochen. Aber ja, Bauchschmerzen, ne? Weil wo willst du drauf zurückschneiden? Auf den kleinen da, so auf den, der da hochwächst. Also es bringt alles nichts. Da ist nichts wirklich, wo man drauf zurückschneiden kann. Da hätte man den ganz rausnehmen müssen. Das ist natürlich wieder eine riesen Schnittstelle. Haben wir uns also gegen entschlossen, auch wenn er natürlich so ein bisschen Unglücksbalken-Tendenz hat. Aber wie gesagt, hier haben wir überall eingekürzt. Das Totholz ist raus. Viel hatte die nicht. Ist halt eine Buche. Jetzt versucht er da gleich noch einmal die drei Äste wegzuangeln mit der Bühne. Weil ich nämlich gerade schon einmal bis da, wo die Modder aufhört, bis da im Wasser gestanden habe. Problem, mein Schuh geht nur bis da. Also bis da ungefähr. Bis da geht mein Schuh und bis da war ich weg. Also die Pfütze ist ein bisschen was tiefer. Ihr könnt euch vorstellen, ne? Das schmatzt jetzt so richtig schön bei mir im Schuh. Ne? Nasse Socke so, ne? Ja, es ist so ein bisschen so. Ja, das ist jetzt nicht ganz jugendfrei, womit ich das vergleichen würde. Ne? Dieses Schmatzen und dieses schlürfend Saugende, was sich da jetzt so am Fuß anfühlt. Also, wir wollen hier ja kein Porno aus dem Video machen, ja. Aber es ist schon vergleichbar. Die Männer unter uns wissen, wovon ich rede. Und die, die natürlich schon mal nasse Füße gehabt haben von den Frauen, wissen natürlich auch, wovon ich rede. Kurve gerade noch gekriegt. Ja, ich muss gleich über die, ich drehe den Vario nicht. Ich fahre hier gleich so neben und krane über die Beifahrerseite. Das geht, ich habe das alles dicht genug hier an der Straße liegen. Ihr seht, wir haben echt einiges rausgeschnitten, auch einiges an Länge. Also es ist rundherum bestimmt 2 Meter Minimum bis 3,50 Meter Maximum rausgekommen. Hinter diesem Haufen da vorne liegt noch ein Haufen, also Menge passt, sage ich mal. Schnittstellendurchmesser, manchmal seht ihr ein bisschen extremer, aber überwiegend alles so im Heiermann-Bereich. Und ich denke, wie gesagt, das Ergebnis spricht mal wieder für sich, für uns. Es sieht immer noch nach Baum aus, obwohl eben deutlich was reduziert worden ist. Ja, genug gesabbelt. Okay, Marcel sagt über Funk gerade, wenn ich jetzt nach hinten komme, dann kriege ich vielleicht noch eine Aufnahme, wie er kopfüber in der Pfütze liegt. Es ist echt nicht normal. Guckt euch die Scheiße hier an. Das ist doch echt nicht normal, ne? Oh ja. Lass das nicht die Berufsgenossenschaft sehen. Weil das Problem ist, wenn du da jetzt so reinfällst, du bist ja mit dem Gesicht voran. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ertrinkst, ist relativ groß. So, ja. Gut, irgendwie kriegen wir den Scheiß da gleich schon weg. Ich habe die Stangensäge natürlich schon nach vorne gebracht, aber das ist nicht schlimm. Ja. Eigentlich echt ganz schick geworden. Ich hoffe, dass die Kunden zufrieden sind. Die waren ja mal wieder nicht da, wissen also gar nicht, wie viel geschnitten worden ist. Und auch wie viel Meter selbst hier vorne bei dem Ast. Man sieht da die Schnittstelle, also viel kürzer geht nicht. Weil da ist auch wieder nichts mehr auf, das man ableiten kann. Da haben wir auch maximal geschnitten. Das da ist so barely, wie der Engländer sagen würde oder der Amerikaner, barely. Also so gerade eben noch ein Zugast. So mit ganz viel Augen zudrücken und ganz viel Bestechungsgeld. So, jetzt, wie gesagt, angelt er da nochmal aus unserer Riesenpfütze die Äste raus und dann packen wir ein, schreddern den Scheiß und dann ist diese Baustelle, Gott sei Dank, ihr seht, ich bin klatschnass, ihr seht auch an der Pfütze, es regnet die ganze Zeit wieder, es war genau 5 Minuten zwischendrin trocken, es macht einfach keinen Spaß mehr, ne? Ich habe so die Schnauze voll dieses Jahr, es ist nicht normal. So, ich habe euch noch mal kurz dazu geholt. Wir liegen in den letzten Zügen, die Bühne ist schon wieder vorgefahren. Es sieht aus wie ein Truppenübungsplatz, ja. Dresden 45 oder Stalingrad 43. Du kannst hier nicht laufen, ne? Wir sehen aus wie die Sau. Es bringt auch nichts, hier jetzt zu versuchen zu haken oder so. Den Scheiß würden wir gar nicht in den Hacker kriegen. Das ist alles so voll mit Modder. Wenn ich da reingucke und überlege, dass ich gerade die Messer neu gemacht habe, dann kriege ich einen Weinkrampf. Aber wie ich einen Weinkrampf. Wir sind jetzt dabei, die Bühne wieder raus, wie gesagt, zu holen. Aus unserer Schwimmkranbaustelle. Und der Rest ist hier Call of the Day, ne? Also bei aller Liebe, aber
das geht hier einfach nicht viel besser. Hier muss eigentlich sowieso ein Galabauer rein. Also bei aller Liebe, aber hier muss ein Galabauer rein. Hier liegt ja irgendwie scheinbar schon Drainage oder so. Ach übrigens, hier wie gesagt, Fenster und alles in Heile. Ne? Nochmal kurz dokumentieren, wir haben hier nichts kaputt gemacht. Auch drüben Gewächshaus und so nicht. Hier überall nichts. Das ist alles schick. Wie gesagt, den Baum müssen wir mal melden. Und ja, jetzt sehen wir zu, dass wir hier die Bühne rauskriegen, die Straße einmal sauber pusten. Und wie gesagt, guckt euch den Tümpel hier an. Ne? Also das brauchst du jetzt nicht. Was sollen wir machen? Mit der Umkehrfräse durch? Also es ist bei dem Wetter einfach nicht anders möglich. Wir sammeln das grob von Hand ab, aber du brauchst hier nicht versuchen, den ganzen Garten abzuhaken, und da hast du mehr Matsche im Grünabfallsack wie alles andere. Also Leute, was eine Baustelle. Ich bin froh, dass du vorbei ist. Lass ein Like da. Wir haben uns so gequält. Da dürft ihr ruhig mal einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo. Ich freue mich für jede Unterstützung. Call it a day. Wir haben so gut es geht die Straße vor uns wieder sauber gepustet, wie ihr sehen könnt. Und das Grundstück auch. Aber es ist eine Katastrophe, ne? Marcel verzurrt jetzt gerade noch mal eben die Bühne, die ist aufgeladen, und jetzt bringen wir die dann zu Ulfarts nach Georgsheil. Das war der Deal, warum ich die haben kann überhaupt für heute. Weil die rechnen eigentlich immer einen Transport von, oder einen Tag Transport von der einen zur anderen Filiale. Und dadurch, dass ich mir die von der einen Filiale selber weggeholt habe und jetzt zu der Zielfiliale hinbringen, konnte ich die heute überhaupt nutzen und haben. Sonst wäre die unterwegs gewesen hinter einem Pickup von Ulfarts. Ich glaube, die haben so ein Mitsubishi L200. Mit dem die Dinger durch die Gegend gurken. Und jetzt gurken wir die halt durch die Gegend, liefern die von einer Filiale zur anderen, und deshalb konnten wir die kriegen. Natürlich zahlen wir trotzdem Mietgebühren. Geht jetzt also los, wir rollen los. Wie gesagt, alles so gut es geht, wieder sauber. Unter den Umständen, denke ich, brauchen wir uns nicht verstecken. Und eigentlich auch eine schöne Bühne. Also völlig okay, reicht völlig aus, kann man machen, was sie soll. Ist natürlich sehr jackelig, aber das haben diese Kettenbühnen alle. Gerade die mit dem Scherenarm noch. Nicht müde zu erwähnen, hier vorne ist Surhusen, und der Kirchturm, den ihr da seht, was ein Deutsch, der ist tatsächlich schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Also das hier ist definitiv der schiefste Turm der Welt. Steht hier bei uns in Surhusen, ist in der Nähe von Emden. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Es ist, ja, immer noch nass hier. Es hat, wie gesagt, ich habe mit meinem Baumschullieferanten, also ich habe mit meiner Baumschule gesprochen, wo wir mal die Bäume für unsere Nachpflanzungen kaufen. Da war ich jetzt auch vor ein paar Tagen wieder. Ich weiß nicht, ob ich da gefilmt habe. Der hat gesagt, seit dem 11. November. Seit dem 11. November hat das noch nicht aufgehört zu regnen hier bei uns. Es war nicht einen Tag trocken. Das ist krank. Es ist einfach nur krank. Ich meine, guckt euch die Scheiße an. Der Scheibenwischer läuft ununterbrochen. Es ist zum Kotzen, ne? Ich habe so die Schnauze voll, ne? Wir kriegen jeden Tag den Arsch nass. Es macht einfach, ja, ich weiß, du jammerst die ganze Zeit. Ja, es macht aber einfach keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, wie machen die das auf dem Bau? Mit Dächerdecken oder so brauchst du jetzt auch bei dem Wetter nicht. Wände hochziehen, Alter, da läuft dir doch der Kalk von den Steinen runter, wenn du am Verklinkern bist. Also, das kannst du echt vergessen. Warum habe ich die Kamera an? Marcel und ich, wir gehen jetzt noch irgendwo was Heißes trinken und essen. Irgendwie hat alles zu, aber irgendwas werden wir noch finden. Wir naschen also noch eine Kleinigkeit, essen was, trinken was, und dann call it a day. Ne? Wir haben die Schnauze voll. Hier gehen wir jetzt im Einmal, ne? Die Emner Heringslogger, die sind eigentlich ganz bekannt. Da gibt es so Sherry-Matjes und so eingelegten Matjes, richtig geiles Zeug. Und die haben eben auch Backfisch, Kibberlinge und so. Die sind hier in Richtung Autobahn. Ich wusste das auch, ich wusste nur nicht, ob die offen haben. Tino und ich waren hier früher auch öfter. Sehr geiler Fisch. Anna Caroline bringt den immer mit zu Lohmann. Matthias heißt er, glaube ich. Matthias Lohmann, der hat ja auch schon mal bei uns geholfen und war schon mal da. Und den kennt Anna Caroline ganz gut, und der kriegt immer diesen eingelegten Cherry-Matjes. Der geht also hoch bis in die Lüneburger Heide. Hoho, sehr lecker. Heißer Backfisch mit Pommes. Einmal soll es mit Ketchup sein, einmal mit Mayo. Ich bin gespannt. Wir werden es rausfinden. Gucken, wer was hat. Wundertüte, Überraschung. Bei dir ist Mayo oben drauf. Ja, bei mir ist Mayo oben, aber dann brauchen wir nur tauschen. Brauchen wir quasi. Ja.
nur einmal die Tasche. So. Ist das auffressbares Besteck oder was? Das sieht ja aus wie... Du hast Besteck. Ja, guck, da ist deins. Boah, sieht aber auch gar nicht so schlecht aus. Gut, ist für die Kohlenhydrate-Bilanz ist das richtig scheiße. Aber deswegen nehme ich ja Ketchup und kein Mayo. 70 Gramm Mayo haben 500 Kalorien. Scheiß drauf, ne? Ich muss das sagen. Ach ja. Mal nimmt man eine Remoulade oder so bei, aber ich bin echt kein Remoulade-Freund. Kann ja nicht sagen, warum. Tja, kommt aufs Gericht an. Oh, Bauch voll toll. Ich suche mir jetzt eine Ecke, wo ich umdrehen kann. Und dann geht das los. Heimatdrehzahl. Eben. Call it a day, ne? Wir sind auf der Autobahn, sind auch gut 30 Kilometer bis nach Hause, auf der Autobahn unterwegs, bei bestem Wetter. Boah, ey, ruf mal einen Klempner an, ey, wirklich, dass der das Wasser abstellt, das macht keinen Spaß mehr. Leck mir die Robbel, die Katze, so wirklich. Wahnsinn. Haut mal in die Kommentare, wie ist eure Saison bis jetzt? Ich weiß ja, ein paar Baumpfleger gucken mich. Wie schlimm ist es bei euch? Also wie gesagt, hier, ich kann mich nicht daran erinnern, wann es zuletzt so schlimm gewesen ist. 2014 hatten wir mal einen echt knackekalten Winter. Da sind uns die Seile in den Autos steif gefroren. Und da kriegt es auch die Klemmknoten und so nicht mehr ans Laufen auf dem Seil. Das war tatsächlich das Jahr, wo ich dann einen Zickzack bekommen habe von Tina. Ich habe mich da immer gegen gewehrt. Mittlerweile will ich nichts anderes mehr haben. Also, ne, aber ich war da immer oldschool, hab gesagt, nee, ich kann das mit Klemmknoten und ich kletter weiter mit Klemmknoten. Aber da war es echt teilweise minus 17 Grad und so. Und dann mit dem Schnee und alles und Frost und Eis und ja, sind uns die Seile in den Autos steif gefroren. Die musstest du abends mit reinnehmen und echt, und dann kriegtest du die Klemmknoten einfach nicht ans Laufen den Tag über, ne. Das war echt kreiselig. Da hast du dann alles ausprobiert, ne? Valutin, Distel und alle möglichen Klemmknoten. Und ja, kriegt es die einfach nicht ans Laufen. Das war echt krass. Und dann habe ich ja den ersten Zickzack gekriegt, wie gesagt. Und seitdem, ja, kletter ich ja. Ich habe Spider-Jack 3 auch schon ausprobiert. Ich fand den 2er tatsächlich besser wie den 3er. Aber der Zickzack ist einfach, der ist so intuitiv und so zuverlässig und nö. Da bleibe ich bei, ne? Wie gesagt, seit 2014. Hatte damals ja auch den der ersten Generation, der dann ja auch gebrochen ist. Der wurde kostenlos ersetzt. Hatte dann lustigerweise wieder einen aus der ersten Generation, der auch gebrochen ist, der dann auch kostenlos ersetzt worden ist. Und jetzt habe ich zwei, die eben schon seit einer ganzen Weile im Einsatz sind und vernünftig funktionieren und auch noch nicht wieder kaputt gegangen sind. Jo! Ja, ihr Lieben, das war das Video wieder. Ich halte mein Statement kurz, damit es unter einer Stunde bleibt. Hammer, ihr habt die Baustelle erlebt, ne? Ich hatte wirklich den Kaffee auf. Aber wir haben es fertig gekriegt, wie immer irgendwie, ne? Bei der anderen Baustelle der Eichenfällung sind wir mit dem Kunden tatsächlich so verblieben, damit er das Holz für Richelfehle nutzen kann, fahren wir mit dem Hulk nochmal hin und kranen den Stamm runter. Ist zwar auch blöd wegen zweiter Anfahrt und so, aber ja, letzten Endes, es steckt im Wetter keiner drinnen, ne? Und es ist immer noch so, die Böden sind satt, die sind mehr als nass, es ist wie gesagt alles schwammig. Ich bin froh, wenn es jetzt wieder Sommer wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, im Mai gibt es meistens nochmal so eine Regenphase und so, aber boah, ich kann kein Wasser mehr sehen, ne? Also ihr Lieben, das war es wieder von meiner Seite. Am Sonntag gibt es wieder ein neues Video mit ein paar Überraschungen. Freut euch drauf. Wie gesagt, abonnieren lohnt sich, lasst ein Like da. Und jetzt kommen auch demnächst die Videos vom Sportplatz in Steenfelde. Ihr wisst ja, auf dem Kanal Ein Dorf, ein Verein, da sind wir schon zu sehen. Mit Hulk im Einsatz und so für den Sportverein. Und da haben die uns auch schon ein bisschen vorgestellt. Ja, und jetzt kommen dann auch demnächst die Videos von mir, von unserer Zeit auf dem Sportplatz mit zusammen, also mit euch, mit ganz vielen lieben Helfern von euch, von YouTube. Daran sieht man, wie gesagt, wieder, wie geil diese Community ist und wozu wir zusammen fähig sind. Also, wir sehen uns Sonntag.